Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute kommt die dritte Folge des Interviews mit Benjamin Kessler, dem Steuerberater, der bei Wild & Partner arbeitet. Und wie ihr wisst, mit Wild & Partner arbeite ich schon sehr intensiv zusammen. Seit über 15 Jahren haben wir gemeinsame Mandanten. Und alle Jungs und Damen, darf ich nicht vergessen, bei Wild & Partner sind richtig top drauf. Aber ihr habt Benny ja auch schon in den ersten zwei Folgen kennengelernt zum Thema E-Mobilität und zum Thema Immobilien GmbH. Und heute geht's um das Thema Zuwendungsnießbrauch. Benny, toll, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, in meinem Podcast Gast zu sein. Ja, vielen Dank. Jetzt das Thema Zuwendungsnießbrauch. Hört sich erstmal schwierig an, oder? Ne? Was ist denn das überhaupt? Also ganz generell ist das Nießbrauch ein Nutzungsrecht. Das ist letztendlich das Recht an einer Sache, ohne dies verändern zu dürfen. Also ich gebe dir was und du darfst damit was machen, aber es nicht verändern. Also letztendlich. Das gehört eigentlich nicht. Das gehört nicht. Ich darf es gebrauchen. Genau. Ich darf die Früchte draus ziehen. Letztendlich geht es um die Fruchtziehung, ne? Ja. Also die Frucht, also die Einkünfte daraus ziehen. Das ist immer Fruchtziehung, hat natürlich nichts mit künstlicher Befruchtung zu tun. Mach mal ein Beispiel. Ja, also letztendlich gibt es zwei Sorten des Nießbrauchs oder Varianten. Einmal das Zuwendungsnießbrauch und einmal den Vorbehaltsnießbrauch. Ja. Den Vorbehaltsnießbrauch ist der Klassiker. Das ist der Fall, ich sag mal so, ich bin schon ein bisschen älter und möchte jetzt schon mal was tun, um zu schauen, dass ich meine erbschaftssteuerlichen Freibeträge ausnutze und übertrage schon mal eine Immobilie auf meine Kinder und behalte mir aber das Nießbrauch zurück, Vorbehaltsnießbrauch. Das wäre Mieteinnahmen beispielsweise, ne? Ja, das ist letztendlich, genau, also machen wir das Beispiel, ich habe ein Objekt, ein Vermietungsobjekt und übertrage das auf meine Kinder und behalte mir aber den Nießbrauch zurück. Das heißt also, im Grundbuch stehe ich nicht mehr drin. Da stehen dann meine Kinder drin oder mein Erbe, wer auch immer. Ich darf aber, oder mir stehen weiterhin die Erträge daraus zu. Das heißt also, für mich auf meinem Konto ändert sich erstmal nichts. Jeden Monat ganz normal kommen die Mieten bei mir rein. Ich muss alles versteuern. Das hat steuerlich im Grunde gar keine Auswirkung, also ertragssteuerlich. Es hat aber eine Auswirkung in der Erbschaftssteuer bzw. in der Schenkungssteuer, weil ich dann nur die Differenz zwischen dem dinglichen Wert des Nießbrauchs und dem tatsächlichen Wert des Objektes versteuern muss. Ne? Also das heißt, also es kommt darauf an, wie lange ich noch wie hoch meine Lebenserwartung noch ist. Wenn die noch recht hoch ist, dann ist auch der Nießbrauchswert recht hoch. Das heißt, ich übertrage gar nicht so viel auf meine Kinder. Aber für den Fall, dass ich irgendwann die Augen zumache, ist es schon bei meinen Kindern und dann wird es nicht nochmal versteuert. Das heißt, man macht diese Geschichte eigentlich, um erbschaftssteuerliche Freibeträge auszunutzen. Zur Erinnerung, die Eheleute haben untereinander 500.000 Freibetrag. Genau. Das heißt, wenn der Mann verstirbt, kann die Frau 500.000 aus dem Vermögen des Ehemannes übernehmen und zahlt darauf keine Steuern. Und die Eltern, jedes Elternteil hat zu jedem Kind 400.000 Euro Freibeträge alle 10 Jahre. Und damit ist das Ziel für einen guten Steuerberater, damit bastelt er rum, weil Benny möchte seinen Mandanten ja richtig viel Steuern sparen. Das Geld gehört in die Familie und nicht zum Finanzamt. Das ist ja im Prinzip der Hintergrund, warum man so ein Spökes macht. Ne? Ganz genau. Plötzlich kompliziert an, Vorbehaltsnießbrauch. Ja. Aber wenn man weiß, was man mit erreichen kann, es geht einfach darum, behalte das Geld in der Familie und wenig zum Finanzamt. Genau. Und deshalb macht man solche Gestaltungen. Ja, es ist eine Planung, auch da wieder eine langfristige Planung letztendlich. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich mit 95 irgendwem einen Nießbrauch geben will oder einen Vorbehaltsnießbrauch machen will, das bringt dann nichts mehr. Ne? Ja. Aber wenn ich, sagen wir mal so, mit 60, 65, da macht das schon Spaß. Ne? Also kann ich mit Sicherheit nochmal zweimal den Freibetrag ausnutzen und dann auch über so einen Nießbrauch das Ganze schon mal auf die nächste Generation übertragen. Vielleicht wichtig auch für die Zuhörer jetzt. Ihr hört ja, der Benny spricht natürlich über Steuer. Viele Leute wissen, aha, Nießbrauch, da geht man zum Notar. Der Notar sagt, was willst du denn? Ich will meinem Kind was Gutes tun. Okay, mach mal einen Nießbrauch. Juristisch super Sache, aber ob das steuerlich und liquiditätsmäßig alles nachher seine Richtigkeit hat und so sein sollte, muss ich wieder ganz klar vorwarnen, ne, Benny. Ja. Ich kenne ihn ja, da komme ich jetzt, hallo, die müssen zuerst zu mir als Steuerberater kommen, danach gehen sie zum Notar.
Also das ist die Botschaft, ne? Definitiv. Und man muss sowas auch immer mit Vorsicht genießen, weil da gibt es auch einige Fallen. Klar, auf der einen Seite, ich kann viele Steuern sparen, aber auf der anderen Seite, wenn ich so einen Schritt tue, dann muss mir auch ganz klar bewusst sein, es gehört mir dann nicht mehr. Ich habe nur noch das Nießbrauch. Das heißt, die Mieteinnahmen, ja. Ich habe nur noch die Mieteinnahmen. Das Objekt selber gehört mir nicht mehr. Das kann ich nicht mehr verkaufen. Genau, das ist es. Ich kann es nicht mehr verkaufen, meine Kinder dürfen es allerdings auch nicht verkaufen, solange wie ich noch lebe. Ja. Du kannst eigentlich nur die Erträge, ist die Spielmasse von der Liquidität her, aber den Verkaufswert der Immobilien kannst du gar nicht ziehen in der Zeit. Ne? Ja, genau, das ist es halt, deswegen muss man sich da immer fragen, ne? Möchte ich das, kann ich das, aber dann kann es Spaß machen. Vorstufe ist wieder, mit dem Steuerberater sich zusammenzusetzen, sagen, ich habe das und das vor, steuerlich, liquiditätsmäßig und juristisch das Ganze durchzusprechen. Ja, und dann erst zum Notar. Glaube ich, das ist der wichtigste Tipp wieder. Ne? Ja, definitiv. Ne? Ich meine, letztendlich muss man ja noch gar nicht wissen, was man genau vorhat. Man soll nur mal äußern, okay, ne? Also bei uns ist es letztendlich so, wir gehen auf die Mandanten zu und sagen, hier, willst du nicht mal was machen? Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man muss sich mit dem Thema einfach mal beschäftigen. Ne? Ja. Das war jetzt der Vorbehaltungsnießbrauch. Genau, das war der Vorbehaltungsnießbrauch. Dann gibt es noch den Zuwendungsnießbrauch, der ist ein bisschen unbekannter, kann aber auch richtig Spaß machen. Beim Zuwendungsnießbrauch ist es ein bisschen anders, da ist es letztendlich genau andersherum. Ich behalte das Eigentum, übertrage aber die Möglichkeit der Fruchtziehung bzw. die Erträge. Also Liquidität auf gut Deutsch wird übertragen. Jetzt genau. Jetzt wieder steuerlich interessant. An wen sollte man das übertragen? Ja, das sollte man. Also das ist schon ein sehr spezieller Fall. Mhm. Da müssen einige Parameter vorliegen, damit das sinnvoll ist. Ne? Also es ist jetzt kein Patentrezept. Zuwendungsnießbrauch ist immer gut. Nein, nicht. Aber es gibt Fälle, wo es richtig Spaß machen kann. Mhm. Es macht Sinn, wenn ich Kinder habe, die beispielsweise im Studium sind, die ich sowieso finanziell unterstützen müsste. Das heißt also, der Klassiker, Studium, keine Arbeit der Kinder nebenher, die brauchen Geld. Ja, wohnen im anderen Ort, haben Miete, Essen, Trinken muss bezahlt werden. Ganz genau. 500.000 Euro im Monat ist dann mal schnell weg. Genau. Ja, jetzt und machen wir diese Kosten, refinanzieren wir jetzt über das Modell. Jetzt wird es spannend. Genau. Im Normalfall müsste ich die aus meinem versteuerten Einkommen bezahlen, macht nicht wirklich Sinn. Ich nehme von meinem Netto weg, macht keinen Spaß. So, da gibt es die Möglichkeit, ein zeitlich befristetes Zuwendungsnießbrauch auf meine Kinder zu übertragen. Das heißt also, ich habe eine Immobilie, im besten Fall ist die abbezahlt, und übertrage den Nießbrauch auf meine Kinder für einen bestimmten Zeitraum und verlagere damit die Einkünfte auf meine Kinder. Die haben im Normalfall dann haben sonst keine Einnahmen. Das heißt, ich nutze dort den Freibetrag und die niedrige Progression aus. Das heißt, die zahlen auf die ersten 10.000 Euro Einkünfte, Überschuss, keine Steuern und danach sehr geringe. Während bei mir hoffentlich wieder der Fall, ich bin im Höchststeuersatz, irgendwo 42-45% Steuern weggehen, gehen bei denen nichts bis irgendwie 10% Steuern nur darauf weg. Das kann man ja leicht rechnen dann. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das heißt, Vater hat eine Immobilie, wo er Mieteinnahmen hat, sagen wir mal 1.000 Euro im Monat, heißt, ihm bleiben nach Steuern, wenn das der Gewinn auch ist, der Überschuss ist aus der Immobilie, bleiben ihm roundabout 480 Euro übrig. Ja? Ja. Und 520 Euro bleiben übrig und 480 zahlt er an Steuern. Nehmen wir mal so als Beispiel. Wenn er jetzt hingeht, er transferiert aber diese 1.000 Euro auf seine beiden Kinder, dann haben die beiden Kinder die 1.000 Euro steuerfrei. Jedes Kind bekommt 500 Euro steuerfrei. Ja, das heißt, ich habe es verdoppelt fast. Genau so ist es. Das heißt, der Vater hat eigentlich die Kosten, die Studienkosten steuerlich abgesetzt. Macht Spaß. Das macht Spaß. Und deshalb ist es ein unheimlich gutes Modell. Aber wie alle Dinge im Leben, es gibt immer so ein Pro und Contra. Du öffnest eine Tür,
du musst natürlich auch bestimmte andere Sachen beachten. Das ist beispielsweise bei den Kindern mit Kindergeld, die haben ja auf einmal Einnahmen, Kindergeld, ob sie BAföG kriegen. Ja, BAföG haben sie ja schon nicht bekommen, wenn der Papa so ein bisschen knetet. Genau. Also Kindergeld ist mittlerweile das Private und gesetzliche Krankenversicherung. Genau. Also Kindergeld direkt war früher mal ein Thema. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mal an die Einnahmen geknüpft. Das heißt also, Kindergeld geht weiter. Ja. Ich kann daneben auch noch, also die Kinder verlieren dadurch nicht den Anspruch auf Kindergeld. Das gibt es nochmal weiter bis maximal 27 oder Abschluss 25 oder Abschluss der ersten Ausbildung. So lange gibt es Kindergeld. Genau. Ne? Das heißt also, das läuft im Normalfall weiter. Ja. Was man nicht vergessen darf bei der Geschichte ist, dass die Kinder die Abschreibung nicht geltend machen können. Mhm. Und auch keine Schuldzinsen geltend machen. Ja. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, es macht Sinn bei Objekten, die nicht mehr fremdfinanziert sind und darüber hinaus eigentlich noch, die schon sehr lange im Familienbesitz sind. Mhm. Ne, wo keine Abschreibung mehr da ist, dann macht es fast immer Sinn eigentlich, das zu tun. Yeah. Sonst muss man mal rechnen. Also muss gegenrechnen. Ne? Im Prinzip macht es Sinn, beim Vater zu belasten, aber auf die Kinder rüber zu schieben, weil den Effekt, den wir eben beschrieben haben, dass die Kinder 1.000 Euro rübergeschoben bekommen, der kann natürlich wieder weggemacht werden, weil dem Vater auf einmal Abschreibung und die Zinsen, die er nicht mehr steuerlich geltend machen kann, ist der Betrag vielleicht genauso oder höher, da muss man die ganzen Spökes nicht machen. Also wir haben es auch schon gemacht bei Leuten, wo auch noch eine Abschreibung da war. Mhm. Es hat sich trotzdem noch gelohnt. Also wir haben trotzdem... Ja, bei 2% Abschreibung, wie du hast, rechnest du gegen, je nachdem, wie das Objekt ist. Ja, wir haben ja auch mal einen gemeinsamen Fall gehabt. Ja, das geht. Das geht, ne? Und man muss... Ne, ich meine, der Steuersatz ist halt einfach so hoch, ne? Ich meine, klar, wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht so hohe Einkünfte hat, ne, sagen wir jetzt mal, ich habe nur irgendwie 50.000 Euro oder 80.000 Euro Einkünfte, dann ist halt mein Steuersatz deutlich niedriger. Ne? Dann bin ich irgendwo bei im Grenzsteuersatz so bei 30-25%. Ja. Da ist dann natürlich die Rechnung gleich wieder eine andere. Ne? Also da... Also auch hier wieder vorher mit dem Steuerberater und Konzept diskutieren und das dann umsetzen. Aber... Man muss wieder zum Notar gehen, ohne Notar läuft die ganze Sache nicht. Genau, also man muss nochmal über das Thema minderjährige Kinder sprechen. Ja, minderjährige Kinder, da ist es schwierig. Ne? Da brauche ich einen Ergänzungspfleger. Genau. Da heißt, man kann das auch, man kann auch minderjährigen Kind praktisch auf die Anweisung ein Taschengeld rüberschieben, aber da musst du beim Familiengericht einen Ergänzungspfleger bestellen. Ist ein bisschen Arbeitsaufwand. Ja. Das Kind bekommt da hier Vorteile mit drüber, aber ein Ergänzungspfleger muss bestellt werden, weil aus dem Mobil natürlich auch Verpflichtungen kommen. Und der Vaterstaat will das Kind schützen und muss deshalb im Prinzip vom Familiengericht muss sowas genehmigt werden. Auch möglich, aber es ist wieder ein Schritt mehr. Das muss man alles halt wohl überlegen. Ganz genau. Ja, aber auf der anderen Seite, notariell, ist ein ganz einfacher Vertrag. Also es kostet auch nicht so viel Geld, das kann ich machen. Plus eine zeitliche Befristung, hatte ich gesagt. Man sollte das zeitlich befristen. Ich kann es auch, weil ich habe nachher Probleme, wenn ich das ändere. Also wenn ich jetzt erst 5 Jahre gemacht habe und gehe dann auf 3 Jahre rüber, habe ich schenkungssteuerlich wieder ein Problem. Mhm. Weil dann habe ich eine Schenkung letztendlich von dem Kind auf den Vater. Ja. Nach oben hin. Ja. Und die kostet immer Geld. Also die Freibeträge. Ja, genau, weil das ist nicht vorgesehen nach oben. Ne? Das soll immer nur nach unten fließen in der Erbfolge. Da muss man aufpassen. Aber ich kann es verlängern, das geht. Ja, aber, man muss eine Mindestlaufzeit haben beim Zuwendungsnießbrauch. Habe ich jetzt irgendwie 3 oder 5 Jahre? Ich habe irgendwie so die beiden Zahlen im Hinterkopf. Aber eine Mindestlaufzeit mindestens 3 Jahre. Mindestens 3. Ja. Dann kann ich sagen 1 oder 2, ich glaube, auch irgendwas in diese Richtung. Ne? Nicht wirklich genau den ganzen Aufwand. Weil dahinter steckt schon noch ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss Bankkonten anlegen für die Kinder. Mhm. Das heißt also, weil die werden tatsächlich halt Vermieter. Ne? Also das Geld muss dann auch auf das Konto der Kinder gehen. Mhm. Ich kann es also nicht machen, wenn ich das Geld selber nachher haben will wieder. Ne? Mhm. Also es macht nur so, wenn ich das Geld habe. Auch wieder weg ist weg. Das ist auf dem der Kinder, das ist rübergegangen. Das muss man sich auch mal wieder Das muss man sich vorführen. Aber Vorteil ist, die Immobilie gehört trotzdem noch mir. Ich gebe nur die Erträge für eine bestimmte Zeit aus der Hand. Genau. Es macht auch nur so lange Sinn, wie die Kinder keine eigenen Einnahmen oder Einkünfte haben. Ne? Weil sobald die selber hohe Einkünfte erzielen, macht es auch keinen Sinn mehr. Ne? Weil dann haben sie sozusagen selber Steuern. Also im Prinzip optimal wäre so Studienanfang, 5 Jahre Studium, da überlegen, 4-5 Jahre Klassiker Geld rüberschieben, um die Nullzone, das heißt die nicht steuerlichen
Steuerfähigkeit des Kindes praktisch auszunutzen, dort frei, um die Freibeträge auszuschimpfen. Du hattest gerade angesprochen, Krankenversicherung. Ja. Das ist ein Thema. Bei der gesetzlichen kann ich aus der Familienversicherung rausfliegen. Bei der privaten habe ich kein Problem. Also genau. Da kann man direkt sagen, private KV, das ja, rausfliegen oder die sagen, genau, du musst einen Eigenbeitrag zahlen, weil du Einnahmen auf einmal hast. Also das ist ganz wichtig, muss abgeklärt werden, weil das ist nachher ein Bumerang, der fliegen geht. Das kann auf einmal, wenn du dann 150 Euro selbst dann bezahlen musst, dann ist von den 500 Euro, die du rüber bekommst, schon mal 150 weniger, hast nur 350 Euro. Definitiv. Ne? Deswegen wichtig, zum Experten zu gehen, der sich wirklich mit allem auskennt und da auch den Blick drauf hat, um solche Fallstricke dann auszuschließen. Ja. Weil dann nachher zahle ich vielleicht mehr, als es mir bringt. Ne? Super. Passt zu dem Thema. Definitiv. Wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei meinem Podcast. Ich hoffe, dass ihr wieder viele Tipps und Tricks kennengelernt habt, die für euch interessant sind. Vielleicht hat der ein oder andere die Idee, Mensch, das wollte ich schon immer machen oder ist auf die Idee gekommen, das mal zu überprüfen. Denn eins ist doch klar, Geld sollte in der Familie bleiben, nicht ans Finanzamt gehen und dafür sind gute Steuerberater da. Und deshalb an dich, Benni, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, hier dein Wissen rüberzugeben. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich euch bitten, dass ihr uns eine gute 5-Sterne-Bewertung über iTunes gebt und dass ihr den Podcast weiterempfehlt. So ist nämlich gewährleistet, dass er von vielen anderen auch gehört werden kann. Und vielleicht hat der ein oder andere Freund, Kollege oder Bekannte von euch auch Spaß an diesen Themen und freut sich, wenn du ihm diesen Podcast weiterempfehlst. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, der Benni und der Holger. Ciao. Ciao.